Langsam bildet sich rechts unten eine grüne Wiederholungs-Abspiel-Videosequenz und willkommen zurück und so. Ne? Die Startaufstellung, die kennt ihr ja schon aus der letzten Folge, das muss ich gar nicht vorlesen. Trofdu blinkt. Irgendwas sagt mir, dass ich das bin. Gut, keine Starts geübt. Es geht los mit starken Reifen. Die Ampel kommt. Los geht's, relativ spät von der Bremse gegangen. Man merkt, ich habe wieder aufs Start gewartet. Was ich auch jetzt mache, ist sehr früh auf die Bremse gehen. Deswegen fährt mir Toyota da hinten rein, aber natürlich kein Problem. Ich war dann einen Ticken zu früh an der Bremse, aber da habe ich mir gedacht, lieber zu früh. Du weißt nicht genau, wo die da vorne ihren Bremspunkt haben. Und du siehst halt auch nur weiß, wenn du hinter Leuten fährst. GT fährt momentan hinter mir, vor mir Justin. Hoch geht's auf die Eau Rouge. Kev ist da abgeflogen. So, und jetzt dachte ich erstmal, ha, das Schlimmste ist überstanden und ich gehe nicht so weit vom Gas, wie ich muss und zack, ist der Wagen weg. Das ist das, was ich vorhin meinte, da muss man aufpassen. Da den Wagen verloren, Toyota konnte seinen noch knapp retten, bevor er nicht reingefahren ist, schnell von der Ideallinie weg, damit Kev da noch vorbeifahren kann. Und so kann man einen eigentlich ganz guten Start verkacken, indem man zu viel will. Klar, man hat einen GT-Fan hinter sich und versucht dann alles rauszuholen irgendwie noch. Aber das war echt Pech. Es war einfach Pech. Und so, und jetzt Mission aufholen. Klar, man hat, wie gesagt, die Meisterschaft irgendwie schon sicher. Aber zum einen möchte man natürlich immer noch sein Bestes geben. Und sein Bestes geben ist halt das, was mir immer wichtig ist. Ja, ich möchte nicht gewinnen, ich möchte mit mir zufrieden sein. Und das reicht mir auch hier, wenn ich irgendwie im Mittelfeld bin. Aber man möchte natürlich auch für die anderen so gut wie möglich abschneiden. Man möchte den Wettbewerb nicht verfälschen, so von wegen, ja, okay, ich fahre jetzt einfach hinten mit und andere kriegen mehr Punkte oder so. So, da vorne eine schöne Dreiergruppe, Vierergruppe sogar. GT-Fan setzt sich da etwas von ab, aber die anderen drei, Dream, Toyota und Kev, sehr eng beieinander, wobei man ganz klar sieht, dass Kev da ordentlich Druck ausübt auf Toyota. Ich rutsche dann noch leicht rüber, fast in sie rein, kann da aber an ihnen vorbeigehen. Zumindest vorerst. Den genauen Rennverlauf, den kenne ich natürlich nicht mehr. Dazu war das alles viel zu chaotisch, aber es war eine tolle Erfahrung, mit Regen zu fahren, das kann ich euch sagen. Man muss sich auch immer wieder vor Augen halten, es sind halt die gleichen schlechten Bedingungen für alle. Da hat niemand irgendwie einen Nachteil. So, jetzt raus aus der Kurve, denke ich mir, ja, schaffst du an Dream vorbei. In dem Moment natürlich auch mit Dream auf dem TS gewesen. Ich bremse schon leicht an und denke mir dann, nee, das ist zu früh, aber es war eigentlich der genaue Bremspunkt und habe dann den Bremspunkt verschissen. Dream steckt dann etwas zurück, anstatt mich zu rammen. Und deswegen bleibe ich vor ihm und es geht in die Eau Rouge. Fünfter Gang mit 180, das ist schnell genug. Hier leicht am Rumzittern, das ist alles okay. Und hier wieder ganz vorsichtig, jetzt ganz vorsichtig. Natürlich versucht man sich dann nach vorne zu arbeiten zum GT-Fan, mit dem ich als einzigen hier irgendwie nochmal bei Regen trainiert hatte. Das war halt einfach ein kurzes 10-Minuten-Rennen, was wir zusammen gefahren sind. Was ich gewonnen hatte. Wo man aber auch ganz klar gesehen hat, das entscheidende Element war nicht die Rundenzeit. Das entscheidende Element war, so wenig zu drehen wie möglich. Aktuell, so Status Runde 2, Mittel Runde 2, sieht es für mich doch sehr gut aus. Ja, ich arbeite mich schön konstant nach vorne, es läuft alles relativ gut. Noch keinen groben Schnitzer erlaubt, bis auf den da am Anfang halt. Und dann hat man sowas aus der Kurve raus quer zu stehen, ist echt nicht schön.
22,5 Sekunden. Nach kaum Rennzeit, nach nicht mal 5 Minuten verstrichener Rennzeit, schon 22,5 Sekunden Rückstand auf die führenden beiden Marvin und Dragon. Wenn man mal etwas in den Rückspiegel guckt oder auch in die Wiederholungskamera, dann sieht man, dass ich meinen Abstand zu Dream halten konnte. Aber auch der Kev sich richtig krass rangearbeitet hat an den Dream und ich verbremse mich schon wieder. Der obligatorische Blick nach hinten natürlich. Sekunden. Da werden also schnell aus den gut 3 Sekunden oder so, die Rutschstopp sonst ausmacht im Trockenen, werden da schnell mal ein paar mehr. Bei den widrigen Bedingungen, die wir hier haben. Aber wir sind noch GT-Fan, das weckt natürlich einen gewissen Ehrgeiz. Und mit Ehrgeiz kommt auch der Fuß immer weiter in die tiefen Bereiche des Gaspedals, in Situationen, wo der vielleicht nicht ganz so tief gedrückt sein sollte. Aber aktuell läuft es noch ganz gut. Ich weiß selbst nicht, wann der erste größere Fauxpas von mir kommt. Dass er kommt, ist klar, hier zum Beispiel ein bisschen rausrutschen. Das ist kein Problem. Das war ein etwas kleinerer Fauxpas, es war zumindest noch kein Dreher. Aber so nötigt man Dream natürlich dazu, an einem selbst vorbei zu wollen, und wenn man einmal Dream hinter sich hat und der dann versucht vorbeizugehen, dann zieht Kev direkt noch mit durch. Das muss nicht sein. Also vielleicht erstmal Prioritäten gerade rücken, den Wagen gerade rücken und dann versuchen nach vorne wegzufahren, während Kev an Dream vorbeigegangen ist. Und wir sind in Runde 3. Aufpassen bei der Linkskurve, rausrutschen bei der Linkskurve, und jetzt achtet mal drauf, ich gehe vom Gas. Kev aber kommt raus, bleibt auf dem Gas, hat man gesehen, hat er in der zweiten Runde auch schon gemacht, und kommt deswegen sehr nah an mich ran. So, jetzt kommt diese Situation hier, Kev berührt mich, kein Ding. So, ich verkacke die Kurve, er berührt mich, ich verkacke sie noch weiter. Das Überholmanöver an sich kein Problem, aber wie es dazu kam, durchaus problematisch, weil abseits der Strecke klar, man kann die Asphaltflächen natürlich mit benutzen, aber dann halt auch ohne da Vollgas drüber zu brettern, denn dann wäre es nicht dazu gekommen, dass Kev auf einmal innerhalb von wenigen hundert Metern den Abstand auf mich gegen Null laufen lässt, um da in der Kurve vorbeizukommen. Jetzt hängen wir also wieder hinter Dream und der nebelt uns ganz schön zu. Und Dream, ich hatte es schon angedeutet, in der Quali wird hier unser Hauptgast sein, gegen den wir immer wieder mal kämpfen werden. Ne, so mal ein bisschen vorbeigehen, er macht einen Fehler, ich mache einen Fehler. Oder ich mache einen Fehler und ich arbeite mich so wieder ran, was weiß ich. Ja, auf jeden Fall, Kev ist aber nichtsdestotrotz deutlich, deutlich der schnellste Nicht-Rotstofffahrer aktuell. Sieht man daran, wie er sich jetzt hier von Dream und von mir absetzen kann. Der ist jetzt schon näher an GT-Fan dran, als noch an Dream und mir. So, jetzt geht's grün gegen grün. Ich hoffe, ich bin übrigens nah genug am Mikro. Ich spreche immer ein bisschen seitlich rein, weil ich sonst halt im Gesicht habe und dann kann ich so schlecht sehen, was passiert. Ich hoffe, das passt einigermaßen. Ich pack dann eben einen Kompressor noch drüber. Normalerweise rede ich auch lauter, aber allein vom So reden
wird der Mund schon ziemlich trocken. Ich meine, versucht einfach mal hinzusetzen und einen, wie lange geht dieses Video, 25-minütigen Monolog zu halten. Ich denke mal, ich werde gleich eine kurze Pause einlegen, in der ich was trinke. Wenn ihr Glück habt, denke ich daran, das rauszuschneiden. Wenn nicht, dann nicht. Zweiundfünfzigeinhalb Sekunden. Ich weiß nicht, ob es jetzt kommt oder ob es später kommt. Da kommt noch eine sehr kuriose Situation. Hier offensichtlich noch nicht. Wahrscheinlich ist es dann nächste Runde. Da bin ich dann mal selbst gespannt, wie das zustande kam. Da drehe ich mich durch einen ganz komischen Grund irgendwie. Beste Runde aktuell von mir, 2:35,7. Da langt auch momentan nichts weiter hin. Ist bei mir oft so, dass die zweite Runde die schnellste ist. Gerade bei den Regenreifen macht das aber echt keinen Unterschied, ob man in Runde 2 oder in Runde 8 ist. Denn die bauen wirklich so langsam ab. Ich meine, vorne, die sind noch total kalt. Hinten, die sind einigermaßen warm, sind auf 9. Aber der Sprit, da sieht man schon, der wird nachher die Begrenzung sein. Nämlich auch die Begrenzung für die Folge. Und wir sind jetzt bei ungefähr 50% Sprit und wir sind auch ungefähr bei 50% Folgenlänge. Ja, und irgendwann wird es dann halt auch langweilig. So vom Kommentieren her. Weil, und das ist natürlich jetzt leider nicht drin beim Nachkommentieren, das Live-Spielen hat noch einen Sprecher mehr, würde ich sagen. Nämlich mein Lenkrad. Mein Lenkrad hört man. Das ist auch so gewollt. Also zumindest, dass man Schalten hört, ist gewollt. Oder auch starkes Gegenlenken. Und das Lenkrad, das spricht mit, das drückt aus, wie ich gerade am Agieren bin, wie ich am Kämpfen bin gegen den Wagen. Ja, und dann natürlich noch so Geräusche wie So, ne? Das kann ich euch ja natürlich jetzt schlecht nachmachen. Zum einen weiß ich nicht, wo kritische Szenen passieren. Und zum anderen wirkt das dann noch arg künstlich. Aber das sind so Sachen, die machen das für mich halt echt. Deswegen finde ich das Nachkommentiert auch eigentlich nicht ganz so prickelnd. Auf Mount Panorama hat super gepasst, das war ein spannendes Rennen, da ist jede Runde irgendwas passiert so. Hier ist es halt ein Kampf gegen die Bedingungen. Und ich glaube, wer noch nie unter den realistischen Einstellungen ohne Rutschstock mit einem hochgezüchteten Wagen bei voller Streckennässe gefahren ist, der kann das vielleicht auch nicht ganz so nachvollziehen, was das für ein Kampf war. Vor allen Dingen mit meinem Wagen-Setup. Ich habe sicherlich nicht das beste Wagen-Setup dafür gefunden. Aber da, zack, ein bisschen rausgekommen und auf einmal ist der ganze Wagen weg. Und Prime fragte dann irgendwann, ey, wo bist du noch einmal abgeblieben? Ich bin nur ein bisschen rausgekommen. Klar, hinterm Curb, da ist dann dieser rutschige grüne Asphalt und dann war es weg. Von hinten fliegt Toyota WD an. Zack, zieht er vorbei. Will mich direkt ausbremsen. Springe ich aber gar nicht drauf an, er verpasst die Kurve so ein bisschen und deswegen machen wir hier ein kleines Beschleunigungsduell mal. Na, wer kommt denn da besser raus, Toyota, ne? Genau, der mit dem anderen T. Der T Roftu. Wie ich immer noch offline heiße. Und so haben sich wieder die Prioritäten etwas verlagert von, ey, ich versuche Dream zu überholen. Zu, ey, ich sehe Dream nicht mal mehr auf der Karte und verteidige mich jetzt gegen Toyota. Toyota, der ganz klar Hauptkonkurrent war in der Meisterschaft und sehr wahrscheinlicher Titelanwärter für den Vizetitel ist, der momentan relativ weit hinten. In der Wiederholungskamera immer wieder schön zu sehen, wie der Wagen quer steht. Und im normalen Ton gut zu hören, wie die Reifen halt immer wieder durchdrehen. Du kannst den fünften Gang
wirklich treten, treten, treten und die Reifen drehen durch, bis du irgendwie bei 180 bist oder so. Da bei 220 im sechsten haben die Reifen sich hier beruhigt. Aber man merkt, Toyota hat da nicht ganz so das Setup für oder nicht ganz so, was weiß ich. Auf jeden Fall kann er gerade nicht richtig mithalten. Ich arbeite mich wieder an Dream ran und wenn wir auf die Karte gucken, da ist vor Dream direkt noch einer, nämlich Kev, der irgendwie, keine Ahnung, hat er sich einen Fehler reingehauen? Ich weiß es nicht. Aber dieser Fehler, der mir gerade passiert ist, der mich gute 10 Sekunden gekostet hat, wenn man Runde 4 und Runde 5 vergleicht, dann tut das schon weh, so 10 Sekunden, das tut weh. Klar, bei einem trockenen Rennen tut es noch mehr weh, aber muss nicht sein. Gerade wenn das so Sachen sind, wo du wirklich gar keine Chance hast, es abzufangen. Da wieder fast die gleiche Szene, ja, fast ein Stück zu weit rausgekommen und dann wäre es das wieder gewesen und hier, oh Mann, kurzer Gripverlust und dann bist du am Kurbeln mit dem Lenkrad. Vielleicht mache ich es mir damit Force Feedback auf maximaler Stufe auch irgendwie schwerer, als es sein muss, aber so passt es mir halt irgendwie am besten. Ach ja, noch eine kleine Anmerkung bezüglich des Intros, was man vor der Quali mal wieder gesehen hat, da ist so ein kurzer schwarzer Abschnitt. Während die Kamera über die Start-Ziellinie fliegt, das ist kein, oh fuck, ich habe da vergessen, ein Bild einzusetzen. Nein, so sieht es bar aus, wenn es komplett dunkel ist. Nun fahren wir nicht im Dunkeln, was auch gar nicht mal scheiße ist. Wir fahren bei sehr konstanten Zeitverhältnissen. Und bei sehr konstantem Wetter, wie es aussieht. Regen, Regen, Regen. Und wir sind gerade einmal in Minute 17:20 von 25, alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Übrigens, an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, wer sich dieses und auch andere Rennen der TCM gerne mal aus den Perspektiven der anderen Fahrer angucken möchte, vielleicht um irgendwelche Sachen nochmal besonders zu beleuchten, was weiß ich, zum Beispiel vorhin, als Toyota und Kev beide von der Strecke abkamen, was war da los? Der kann sich die Wiederholungen im Forum unter forum.trofdu.de oder trofdu.de/forum, führt beides aufs gleiche Forum, runterladen. Da könnt ihr im Showcase die Wiederholung der TCM anklicken, ganz normale Wiederholungsdateien runterladen, entzippen auf einen USB-Stick und importieren in GT und dann angucken. Aktuell gibt es dann noch nicht alle Wiederholungen, aber ich denke mal zum Erscheinen der letzten Folge des letzten Rennens wird es dann das komplette Archiv dort geben. Und ich denke mal, da sind schon einige Highlights dabei, falls sich da der ein oder andere nochmal reinarbeiten will. Sich coole Szenen angucken will, zum Beispiel wie ich hier die Schikane verpasse. Aber man merkt, ich kann mich langsam an Dream heranpirschen. Eine 2:33,7 in der letzten Runde, eine sehr gute Zeit, eine 35er ist eine stabile Zeit. Und das ist dann halt, das ist ein gutes Gefühl, wenn du Scheiße gebaut hast und du kommst dann danach halt wieder in so einen fahrerischen Fluss. Und das ist irgendwie das Wichtige. Wenn du fährst und nicht im Flow bist, dann bringt es nichts. Ja, aber wenn du im Flow bist, dann ist ja auch egal, ob du gewinnst, ob du verlierst. Allein das Fahren so macht dir schon Spaß. Und das, obwohl das halt wirklich eine krasse Herausforderung ist und wie ich auch nach dem Rennen sagte, es war Arbeit, es war einfach Arbeit. Du musst höllisch aufpassen, du kannst nicht mal eben so aufs Gas trampeln. Okay, kannst du so vielleicht jetzt auch nicht zwingend.
Wobei die GT 500 Karren, die haben schon einen ordentlichen Anpressdruck, sodass man in vielen, vielen Kurven einfach aufs Gas treten kann, ohne irgendwie Konsequenzen befürchten zu müssen. Also hier aus der Kurve raus zum Beispiel, da könnte ich sonst sicherlich einfach aufs Gas gehen. Solange die jetzt nicht zu eng ist, dann ist das auch kein Problem. Ein kleiner Blick auf die Tanknadel verrät uns, wir sind jetzt bei 1 Viertel plus 1 Viertel plus 1 Viertel, sind 3 Viertel Verbrauch, 1 Viertel haben wir noch, bei einem Achtel sagt er, nö, du solltest langsam mal reingehen. Und deshalb können wir uns ja schon mal ausrechnen, Moment mal, wir haben Runde 8, wir haben 20 Minuten vorbei, wir könnten ja eigentlich jetzt schon reingehen. Das ist ja die grundlegende Strategie und taktische Auffassung, die ich in den anderen Rennen vertrete, wenn ich von der Strecke abkomme gerade, wenn ich so und so viele Runden habe, oder halt Minuten, ja, wenn ich jetzt 40 Minuten habe, da kann ich nach 21 Minuten oder so halt bei etwas mehr als der Hälfte kann ich reingehen und tauschen oder bei etwas mehr als einem Drittel. Weil was bringt es mir weiterzufahren, wenn ich eh mindestens einmal rein muss, was bringt es mir denn weiterzufahren mit abgefahreneren Reifen? Da kann ich besser zweimal die guten bis moderaten Reifen nehmen als einmal die guten bis beschissenen und dann nochmal die guten. Ich hoffe, das ist verständlich, was ich meine. Dass es sich halt nicht lohnt, 18, also jetzt in Runden gerechnet zum Beispiel, 18 Runden zu fahren und dann nochmal zu wechseln, sondern eher 10 Runden zu fahren, wenn man nur 20 fahren muss insgesamt. Dass man 10-10 fährt und nicht 18-2. Viele sind jetzt reingegangen, weil das hier schon die Hälfte war. Ich persönlich, und das habe ich mit meinen Teamkollegen auch so abgesprochen, halte das im Regenfall hier für nicht so sinnvoll, denn die Reifen auf 10-9 sind nicht schlecht. Die fahren sich immer noch genauso wie vorher. Und deswegen müssen wir da überhaupt keine Rücksicht drauf nehmen. Im Endeffekt fahren die sich sogar ein bisschen besser als frische, weil sie ein bisschen warm sind. Also der einzige Punkt, auf den man Rücksicht nimmt, der Tank. Jetzt mag der eine oder andere sagen, who cares? Ja, das ist ein berechtigter Einwand. Man muss sich aber einfach mal überlegen, was wäre denn, wenn es jetzt, in diesem Moment, in dieser Runde, aufhören würde zu regnen? Dann würden die schon mal drin waren, wieder rein müssen. Aber ich könnte direkt auf die richtigen Reifen wechseln, weil ich halt eine Runde länger mit den Reifen gefahren bin. Und weil halt bei mir nur der Sprit im Endeffekt limitierend ist. Und ich würde sagen, eine Runde hält er noch. Würde ich jetzt mal so schätzen. Ich weiß nicht, ob ich in Runde 9 reingehe oder in Runde 10. Wir werden sehen. Aber eine Runde müsste noch halten. Wir waren vorhin an der Stelle bei genau einem Viertel, jetzt haben wir mehr als ein Achtel. Von daher, fahr weiter. Aber die Zeitangabe sagt mir, ich gehe rein. Wir sind jetzt bei Minute 23,40 von 24,52. Ich gehe stark davon aus, dass ich jetzt reingehe, weil ich keinen Cut mitten in der Folge gemacht habe. Also mitten mit meinem Fahren, sondern ich suche mir immer schöne Stellen. Die Kameraansicht ist gerade schön. Pow, das schießt da ruhig. Jetzt leuchtet die Tankanzeige und dann habe ich mich wahrscheinlich einschüchtern lassen. Ich glaube, eine Runde wäre da noch drin gewesen. Hier schon fast wieder abgeflogen, ganz knapp die Kontrolle verloren und noch retten können vorm Gras. Sonst wären wir da wieder raus gewesen. Die Boxeneinfahrt, die ist tricky. So, Proto sagt gerade, er hat keinen Bock mehr und geht raus. Und wir gehen langsam aus der Folge raus, wir gehen auf Starkregenreifen mit 90 Litern. Ich wollte gerade sagen, warum verändere ich das dann jetzt in weniger? Ja, also starke Regenreifen mit 90 Litern nochmal voll, also nochmal genau Standardzustand herstellen. Denn warum soll ich weniger tanken? Ich weiß ja nicht genau, wie lange es noch geht und naja, sicher ist sicher. Ich habe mich da schon zu oft verschätzt. Bis dann. Tschüss.